Einen wunderschönen guten Abend, liebe Frau Minister, liebe Frau Landesrätin, lieber Hausherr, liebe Gäste hier im Festsaal des Tiroler Landeskonservatoriums, liebe Freunde, Familien, Fanclubs in der ganzen Welt, die via Internet heute bei uns dabei sind und mit uns mitfiebern. Herzlich willkommen zum Finale des dritten internationalen Gesangwettbewerbs für Barockoper Pietro Antonio Cesti. Dieser weltweit ausgeschriebene Wettbewerb wird von den Innsbrucker Festwochen der alten Musik durchgeführt. Josef Fuchs, ein gebürtiger Tiroler aus Kitzbühel und seit langem Künstlermanager in Wien, und ich selbst werden Sie durch den Abend begleiten. Mein Name ist Christa Redig und ich bin die Geschäftsführerin der Innsbrucker Festwochen der alten Musik. Ladies and gentlemen, welcome to the finale of the third international singing competition for baroque opera, Pietro Antonio Cesti. We welcome all those here tonight who are here tonight with us in the Conservatory of Music in Innsbruck, as well as those who are watching around the world via live stream on the festival website. Be they fans of baroque opera, of this festival, and of course friends and family of the contestants themselves. This competition has been arranged and is sponsored by the Innsbruck Festival of Early Music. Christa Redig, the managing director of the festival, and I will guide you through this evening that is sure to be an interesting one. My name is Josef Fuchs, I'm an artist manager based in Vienna, but I grew up in Tirol, and so I'm always very happy to be back here, and I'm very happy to welcome you here tonight. Good evening.75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 29 Ländern haben sich seit Sonntag dieser Woche mit ihren Darbietungen der Jury gestellt und vergeben. Von der Jury werden heute drei Preise, die in der Höhe von 4.000 Euro, 3.000 Euro und 2.000 Euro sowie der Atle Westerschön Nachwuchspreis in der Höhe von 1.500 Euro. Darüber hinaus werden wir einige Sonderpreise vergeben und auch Sie, verehrtes Publikum, haben die Möglichkeit, Ihrem Favoriten, Ihrer Favoritin eine Stimme zu geben. Since Sunday, 75 participants from 29 different countries have presented themselves to our jury. Tonight's competition awards three prizes to the amount of 4,000, 3,000 and 2,000 euros, as well as the Atle Westerschön Young Artists Award for 1,500 euros. In addition to these prizes, the competition offers other special prizes, as well as the audience prize of 1,000 euros. So, ladies and gentlemen, it's up to you. You can also vote for your favorite singer tonight. Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen jetzt die Jury dieses Wettbewerbs vorstellen. Now, ladies and gentlemen, we would like to present to you the jury of the tonight's competition. Gründer und Geschäftsführer von Zorik Artist Management in Holland, Founder and General Director of Zorik Artist Management von The Hague in the Netherlands, Eitan Zorik. Der designierte Intendant des Alte Musiktheaters und der Philharmonie Essen, Future Artistic Director of the Alte Musiktheater and Philharmonie Essen, Hein Mulders. Vom Festival della Valle d'Itria, Martina Franca, begrüßen wir den künstlerischen Leiter, der Artistic Director Alberto Triola.1988 hat er bei den Innsbrucker Festwochen der alten Musik sein Operndebüt gegeben. 1988 he made his professional opera debut with the Innsbruck Festival of Early Music. The famous tenor John Mark Ainslie. Ebenfalls auf der Opernbühne zu Hause und weltweit gefragte Casting Consultant mit Cesti-Wettbewerbserfahrung aus dem Jahr 2010,
opera singer and renowned casting consultant from Norway, Anne Gjevang Oslo. Künstlerischer Betriebsdirektor des Theater an der Wien und künstlerischer Leiter der Wiener Kammeroper, Director of Artistic Administration and Casting of the Theater an der Wien and Artistic Director of the Kammeroper in Vienna, der Vorsitzende der Jury, Head of the Jury, Sebastian Schwarz. Und last but not least, denn ohne ihn wären wir alle heute nicht hier, der Dirigent und künstlerische Leiter der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik seit 2010, Conductor and since 2010 Artistic Director of the Innsbruck Festival of Early Music, the founder of this competition, Alessandro De Marchi. Wir dürfen nun die Jury auf ihre Plätze bitten. Unsere 10 Finalisten und Finalistinnen werden heute Abend vom Jugendorchester der Academia Montis Regalis begleitet, das sich in 2 unterschiedliche Ensembles aufgeteilt hat. Orchester Nummer 1 begleitet Arien aus dem 17. Jahrhundert in der Stimmung 440 Hertz. Die Musiker des Orchester Nummer 2 haben ihre Instrumente auf 415 Hertz gestimmt und werden die Arien des 18. Jahrhunderts begleiten. Einstudieren, und Sie können sich vorstellen, dass das eine recht herausfordernde Arbeit war, denn erst seit vorgestern Abend steht ja fest, welche Bewerberinnen im Finale heute auftreten werden. Einstudiert hat also viele, viele Werke der britische Dirigent und auch heute Abend musikalischer Leiter Piers Maxim. Willkommen. Our 10 finalists will accompany tonight by the Youth Orchestra Academia Montis Regalis, conducted by Piers Maxim. For tonight's competition, the orchestra is split in 2 ensembles. The orchestra number 1 is accompanying arias from the 17th century, and orchestra number 2 will play in a different tune to accompany all arias that are from the later period of music history. Der heutige Abend ist in 3 Teile geteilt. Jeder Finalist, jede Finalistin wird 2 Arien zum Besten geben, darunter auch jeweils eine Arie aus Henry Purcells Dido und Aeneas, das Pflichtstück des Wettbewerbs 2012. Und zwischen den sängerischen Darbietungen werden wir eine Pause machen, und eine zweite Pause benötigt dann die Jury für ihre Entscheidungsfindung und wohl auch sie zur Abgabe des Votings. Und der dritte Teil ist dann ganz und gar der Preisverleihung gewidmet, und den Abend werden wir musikalisch ausklingen lassen mit der Arie des Siegers oder der Siegerin. Tonight's finale is divided in 3 sections. Each contestant will sing 2 arias, including 1 aria from Henry Purcell's opera Dido and Aeneas. We will make a short break after the first 10 arias and another intermission later on to give the jury time to find its decisions. The third part will be dedicated to the announcement of the awards, and we will conclude the evening with the winner's aria. Ja, und jetzt wollen wir Sie auch nicht länger auf die Folter spannen, und wir beginnen mit der ersten Runde. We will now start our first round. Begrüßen Sie bitte als ersten Finalisten des heutigen Abends den Briten. Welcome from the United Kingdom, Jake Arditi. Thank you.
Die nächste Kandidatin kommt aus Russland. The next finalist is from Russia and her name is Daria Telyatnikova. Jugendorchester Nummer 2 der Academia Montis Regalis und unsere nächste Finalistin ist Angelica Monje Torres from Bolivia. Thank you.
Our next finalist is Aurelius Cavoni from Italy. Unser nächster Finalist heißt Aurelius Cavoni und kommt aus Italien. Der Finalist kommt aus Großbritannien, Edward Grind from Great Britain. The next finalist is from the United States of America. Der nächste Finalist kommt aus den USA und heißt Zachary Wilder.
flocks in yonder valley stray. What means this melancholy air? No more thy tuneful pipe we hear. Shepherd, what art thou pursuing? Shepherd, what art thou pursuing? Heed is running to thy ruin. Heed is running to thy ruin. Share our joy, our pleasure. Share our joy, our pleasure, share. Shepherd, what art thou pursuing? Heed is running to thy ruin. Share our joy. Share our joy, our pleasure, Auch die nächste Finalistin ist von weit angereist. Wir begrüßen sehr herzlich Einat Aronstein aus Israel. Einat Aronstein from Israel. Applaus
Wir kommen zu unserer nächsten Finalistin und sie heißt Sophie Juncker und kommt aus Belgien. Sophie Juncker from Belgium. Oh,
unsere nächste und die letzte weibliche Finalistin vor der Pause kommt aus Polen. Willkommen heißen wir from Poland, Natalia Kawalek-Plewniak. When I am left.
Unser letzter Kandidat vor der ersten Pause, our last finalist before our first intermission, is Carlo Vistoli from Italy. Carlo Vistoli aus Italien. Confonde cielo e mare, in cielo e mare.